Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Hallo und schönen Tag. Und wir gehen jetzt den Boss vom Wassertempel an. Okay, Vorsicht. Irgendwas ist hier faul. Oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas sagt der Name. Wassertempel ist super. Nein, das ist nicht super. Das ist der behinderste Tempel im ganzen Spiel. Finde ich. Ich mag ihn halt nicht. Und der Endgegner ist auch komisch. Aquamöbes, Wassertentakel, Morpha. So. Nein! Ah, dann kann man. Den kann man aufs erste Mal besiegen, Morpha. Wenn man sich gut anstellt, nicht so wie ich. Ja, wenn man nicht so spielt wie ich. Kann man den auch das erste Mal besiegen? Ich stelle mich gerade an, wie weiß ich nicht was. Erst ist das mein Ernst, was ich gerade mache. Oh weh. Das ist eigentlich der zweite Tentakel. Den vermisse ich. Nein! Das sei ich. Ist das mein Ernst? Ist der bei der mich an? Erster auf! Ich sollte vielleicht aus der Ecke raus, dass ich wieder fangen kann. Nein! Ja, es ist dumm. Lass mich los! Genau. Am besten gleich auf der anderen Seite des Raumes schießen, ne? Das ist mein Ernst in Eskos. So. Scheiß. Morpha, wirklich. Oh, weh. Das sind 5 Minuten für Morpha, ne? Ekelhaft. Mag das Viech überhaupt nicht. Steht das jetzt gescheit oder das Mikro, weiß ich nicht. Aber fast gestorben, ne?
Es esto. So, wo ist das Herz? Da was könnte man nochmal nicht. Da, da. So. So, again, in der Halle der Weißen. Da kriegen wir den Schokotaler des Wassers. Mit Johannisbeergeschmack oder so. Ja, keine Ahnung. Das ist sonst noch blau. Ja, Johannisbeer ist ja schwarz, wilder, ne? Michi, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann rausgekommen habe. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Als mein Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Als Weiser des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du suchst nach Prinzessin Zelda. Gib es zu, du kannst nichts von mir verheimlichen. Es ist ein Zelda, sie ist am Leben, ich spüre es, also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf mit dem Frieden. Nimm dieses Amulett und trage es mit Würde. Wie gesagt, das Schokotaler des Wassers, ne? So, gut, da gibt sich erkennen. Wenn du Sheik triffst, danke ihm von mir, okay? Ja. Machen wir das so. Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Michi, du hast es geschafft. Ja klar. In der weltbeste Wassersteigklasse. Gut, du wolltest dich bei mir bedanken? Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Heroldem Frieden wieder bringen. Schau, Michi. Du und Prinzessin Hutu, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Eigentlich habe ich das nur alleine gemacht, aber egal. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Fast. Sag mal fast alles. Oh nein, Sheik. Wo ist sie? Nein, er. Darf ich jetzt weiterspielen? Danke. So. Zuerst einmal die Feuerpfeile holen. Geht ja leider nur, wenn es Tag wird. Ich weiß eh, ich muss ja noch
viel schneller als Erwachsene machen. Freue mich sehr, sehr viel. Ich bin zu dumm für Lieder zu merken, anscheinend. Ja, was denn? Hymne des Sturms, Hymne der Sonne. Wenn man dumm ist, da braucht man nicht mehr gescheit sein. So. Oh. Oh, falsche Bewegung. Das hat jetzt überhaupt nicht geleckt oder so. Wieso ist der Sound so komisch? Habe ich jetzt alle da bei der Hülle sehen? Also nein, ich weiß, welcher fehlt. Ich weiß, welcher fehlt. Das hört sich so komisch an. Das wird das Wasser gleich explodieren, wenn ich noch länger da drinnen schwimme. So. Weiß ja nicht, wie groß der Fisch sein muss. So, hey Typ, wir kennen uns doch. Ist aber schon sehr lange her. Wie viele Jahre waren das? 7? Was hast du denn die ganzen Jahre getrieben? Keine Ahnung. Bis mal eine Sekunde, ich mach fast kein Geschäft mehr. Momentan werden meine Haare. Egal. Nun gut, willst du fischen gehen? Das kostet 20 Rubine, ja. Oh, du hast dein Rubberback. Jetzt spürst du, ob etwas an der Angel ist, mein Junge. Ja. 10 Pfund. So. Das hat er natürlich nicht gesehen, der große Fisch da in der Mitte. Ernsthaft. Wollte ich gar nicht. Ernsthaft. Aber es war eh nicht, oder? Muss so wie beim Jungen der Fisch in der Mitte sein. Boah, das ist der Große da. Ah, ist das dumm. Thank you.
Ja, euch andere brauche ich gar nicht. Sind jetzt da von der Mitte wenigstens weggelockt? Nein, natürlich nicht. Da kommen jetzt besser an, endlich. Was? Wo ist er jetzt, der Große? Das ist das dahin schon dann? Sehe nicht. Das sind kleine. Ups. Das ist dorthin. Nein, da ist er nicht. Na, wo ist er jetzt hin? Kann ich da einfach so verschwinden, Opel? Ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist. Na, du bist es nicht. Ist er das da hinten? Da ist er. Soll ich von den Schlöchen? Wo ist er jetzt? Wo ist er? Ups. Ist er das da? Nein, oder? Nicht, dass es der ist, oder? Wo ist er jetzt hin? Ja, da ist er eh!
Ja, zieh an, ich mag dich hier nicht haben. Da kann ich nämlich schon. Oder ist das da vorne? Der große dort. Der da, oder? Einer von denen zwei ist. Ich glaub, der da, ne? Ups. Ich glaube, das ist der, sich war. Danke, Spiel. Ist das jetzt der oder der andere? Ich weiß halt jetzt nicht, welcher das von den zwei ist. Hast du 10? Echter Brocken, tatsächlich, er wiegt 12. Ja. So, das sollte der richtige Tee heute sein. Weiß nicht, ob es noch einen größeren gibt. Ja, als Kind war es auch so, wenn er gesagt hat, das ist ein richtiger Brocken, dann sollte theoretisch das passen. Schauen wir mal, bin gespannt. Wie kommt ein Fisch? Das ist ein Bachkerl, sieht ganz nach einem neuen Rekord aus. Er wiegt mindestens 12 Pfund, okay. Zum Preis und bitte, 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 bitte. Bitte. Nur ein größer oder was? Ja, aber wo ist der noch größere? Ist der weg? Bist du ein kleiner? Ich weiß nicht, wo der Große hin ist. Ja, geh weg. Möchte ich hier nicht haben. Ja, aber wo ist denn noch größer hin dann? Da ist noch ein großer. Ist das der oder ist es der nicht? Ich weiß nicht, ob es einen größeren gibt.
ich hasse dieses Fischen. Aber ich sagte, ich mache jetzt 100% in das Spiel. Nein, ich hab. Der ist eine. Das ist dumm. Da ist er, oder? Bist du das? Nein, ist er nicht, oder? Jetzt ist er in der Mitte wieder, oder? Ist das der große? Oder du bist das. Boah, ich hasse dieses Fischen so sehr, wirklich. Komm besser an. Alter, ich hasse dieses Fischen. Ich mach das ja nur wegen einer einzigen Seite. Und warum mache ich das? Ist das schier. Was ist mit diesem fetten Fisch? Dann kommt es Alter, dann verarscht mich doch. Diese Fische ist so langweilig. So, ich warte jetzt. Jetzt brauche ich nicht mehr warten, weil es interessiert in der Köder nicht mehr. Alter, ist das langweilig. Ja, bitte. Ich sehe doch einfach die Mitte an. So, jetzt bleibe ich einfach da stehen und warte, bis er anpasst. Macht er natürlich nicht, ne? Bitte! Nein!
Dieses Angeln ist so scheiße. Nein, 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 nein. Nicht abreißen, wehe. Das soll aufhören. Kann bald nicht mehr. Ja, wir sind bald wieder am Anfang, Alter. Nein. 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 Komm her, du Arsch. Oh, hey, du. Göttlich, dieser Fisch ist ja riesengroß. Ah, weh. Da passt in keine Pfanne. Da wirkt so schön 22 Pfund. Fühlst du den? Na sicher behalten. Oh, weil das alles viel zu lang dauert. Aber ich bin froh, dass ich das nie wieder schon machen muss, oder das ist so ein Schuss. Gott sei Dank muss ich das Fischen jetzt nie wieder machen. So, und da haben wir die goldene Schuppe. Ja, mir reicht's, mir tut's mehr als reichen, wirklich. Es tut mir mehr als nur reichen. Hey, das war mehr als ekelhaft, ganz ehrlich. Also ich muss gerade überlegen, wo die anderen Skatulas sind, die was ich zurücklassen habe müssen. Irgendwas soll ich zurücklassen? Habe ich nicht irgendwas zurücklassen? Was habe ich denn das letzte Mal zurücklassen? Also Sand habe ich falsch gemacht, ne? Wurscht. Alles halt auf Stammer gemacht. Hallo. Dann reden.
Du hast es vielleicht nicht bemerkt, aber ich habe dich beobachtet. Du hast den Kontus Cesarek, super, hier ist etwas Fans für dich. So. Ja, das andere war damit die Dings noch. Wo ist eigentlich meine Epona? Also die habe ich dort hingestellt. Stimmt, da war was. Aber jetzt habe ich alle beim Hylliosee, oder? Theoretisch. Jupp. Jetzt so erreicht fehlt nur noch einer. Die schaue ich, dass ich dann... das nächste Mal krieg. Aber zuerst gleich da stehen, weil es lustig ist. Aber zuerst muss ich mal was holen, sonst könnte sich das nichts kleinsam machen. Jetzt kann ich mir den Tempel eigentlich raussuchen, weil ich eigentlich zuerst noch könnte in die oder? Kannst du mal aussuchen, oder? Normalerweise kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich Schatten oder Wüste zuerst mache. Das ist egal. Was ich weiß schon. Ich muss auf jeden Fall zuerst einmal nach Kakariko was holen. Zwei Sachen. Dann muss ich klein machen. Weil das muss ich so oder so machen vorher. Und das würde ich auch vorher machen. Ein Kandanta, das Licht habe ich ja. Ja. Kakariko brennt. Aber warum? Ja, es würde mich wirklich interessieren, warum das einfach so brennt. Und dort ist Sheik. Mit dem vorletzten Lied. Zeig mich her. Sheik lernt fliegen. Und da kommt das schwarze Etwas aus dem Brunnen. Link ist tot, Spielende. Sieht aus, als würdest du es überstehen. Ja, leider, Mann. Michi, etwas Schreckliches ist passiert. Der Schattendämon ist aus seinem Gefängnis entkommen. Imper, die Königin Kakarikos, hatte den Schattendämon einst auf den Grund des Brunnens verbannt und dort eingeschlossen. Doch die Kraft des Dämons wurde in letzter Zeit immer stärker, wo das Siegel brach und er wieder in die Oberwelt entkommen ist.
Ich glaube, Imbak ging zum Schattentempel, um ihn wieder zu versiegeln. Ohne Hilfe wird sie dort in großer Gefahr sein. Michi, Imbak ist einer der 6 Weisen, vernichtet den Schatten und rette Impel. Impel, genau. Es gibt einen Zugang zum Schattentempel hinter dem Friedhof von Kakariko. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dich die Melodie zu lernen, die dich in den Schattentempel bringt. Diese Melodie führt dich in die unendliche Dunkelheit, die sogar die Zeit absorbiert. Hör nun die Nocturne des Schattens. Wenn wir das. Bevor wir den Brunnen da im nächsten Part machen, müssen wir zuerst. Also will ich zuerst den Froschsturm machen. Weil das Frosch-Dings kann ich jetzt machen, werde ich dann auch im nächsten Part machen. Weil habe ich das hinter mir, dann muss ich einfach nur Dings machen. Ich werde mich um das Dorf kümmern, ich sehe auf dich. So. Ja, warum habe ich noch 100% gemacht? Also warum will ich nur 100% machen bei dem Spiel? Also manchmal bin ich schon dumm. Aber naja. Na? Das kann ablegen. Im nächsten Part machen wir nämlich 2 Sachen als kleiner Link. So, geht auf jeden Fall schneller. Oder ich mach dann im nächsten Part zuerst den Brunnen und dann die Frösche, weil dann haben wir wenigstens was zum Gucken. Ne? Ja, hinter mir ist der Schattentempel. Falls euch wundert. So, mir fehlen noch ein paar Herzteile. Ich gehe jetzt noch 2 Herzcontainer. Und da ist ein Herzteil. Ja. So, dann würde ich aber sagen, war's das mit dem Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wie es im nächsten Part weitergeht, sehen wir dann halt beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und. Hoppla. Ciao.